Schuhe habe ich ehrlich gesagt irgendwelche bestellt, weil mir haben keine gefallen. Warum hast du denn überhaupt welche bestellt? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, wie man an mir schon erkennen kann, schaue ich relativ fertig aus. Boah, mein Gott. Du bist gar nicht zu erkennen mehr. Ich nehme dieses Video direkt nach der Verpackungsnachtschicht auf. Wir haben alle Vorbestellungen verschickt. Danke, Mann! Montag, Dienstag, also morgen oder übermorgen, sollte das Ganze bei euch zu Hause ankommen. Auch jetzt spüre ich noch die Schwielen an meinen Händen. Also hier wird wieder mit Herzblut gehasselt. Für all jene, die noch nichts bekommen haben, liebe Leute. Ich trage jetzt schon hier ganz stolz eins unserer Shirts. Die Qualität ist absolut gestört. Es ist unfassbar, wie nice das alles geworden ist. Auch die Samples waren nicht ansatzweise dort, wie das Endprodukt jetzt ich hier am Körper trage. Für all jene, die es noch nicht gesehen haben, auf MVM Vienna findet ihr nochmal alle Produkte, die es am Freitag diese Woche um 19 Uhr erhältlich gibt. Stellt euch einen Wecker, seid dabei auf MaxObimi, auf meinem Instagram, sonst auf MVM Vienna auf Instagram dabei sein. Da gibt es alle Informationen, seid am Start und verpasst diesen Drop nicht. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, Freunde, wie lange hat es gedauert? Es lag nicht an mir, aber wie ihr wisst, ich habe Lara die Möglichkeit gegeben, mit meinem PayPal einfach mal zu kaufen, was sie möchte und mir ein Outfit zu erstellen. Finanzamt? Und da gab es Probleme mit Farfetch. Ich glaube sogar, dass immer noch ein Drum fehlt, weil das irgendwo im Zoll steckt. Also großen Applaus an Farfetch an dieser Stelle. Fragt mich nicht, wie sowas passieren kann. Wer die genauen Details will, der kann den Blog schauen, liebe Leute. Blogs, ihr wisst Bescheid. Zweiter Link in der Infobox. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen. Wir brauchen natürlich die Person, die ganzen Dinge ausgesucht hat. Meine Freundin, die Lara. Hallo Schatzi! Na, wie geht's? Ja, gestern haben wir lange verpackt, gell? Nice ist da vom Start gewesen. Wie viel Geld hast du ausgegeben? 1.800 Euro. Das war ein bisschen Bargeld. Mit was für einem Stolz sie das sagt. Ja, das ganze Video gibt es ja auf dem Drittkanal Maxotrillion, haben wir unten nochmal verlinkt. Das heißt, wer den Shopping-Vorgang noch sehen möchte, kann sich das ganze Video reinziehen. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Jede einzelne Farfetch-Mail, die ich bekommen habe, habe ich einfach überflogen, nicht nachgesehen, damit ich ja nicht vorher schon gespoilert werde. Ich habe keinen Plan, was du gekauft hast. Es war auch dann schwierig mit dem Shirt da nachzufragen, wenn ich nicht mal wissen darf, was es für ein Shirt ist. Aber wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Wir haben hier, ich glaube, das ist alles, oder? Oh. Ich habe halt vier Sachen bestellt. Ja, dann fehlt... Das sind die Sachen, die Lara bestellt hat. Ich bin natürlich sehr gespannt. Willst du es mal nehmen? Weil ich brauche eh noch was fürs Thumbnail. Halt's mal ganz glücklich in die Kamera. Okay, sehr gut. Ich werde das jetzt auspacken. Du wirst mich dabei filmen. Und dann werde ich es anprobieren. Und dann werden wir sehen, ob du mein cooles Outfit zusammengestellt hast. Und wenn irgendwas fehlt, zum Beispiel das Shirt, das ist nämlich wahrscheinlich die größte Chance. Das steckt anscheinend immer noch im Zoll. Dann nehmen wir einfach ein Shirt, dann suchst du dir ein Shirt von MVM aus, okay? Von der neuen Kollektion, damit wir da ein bisschen Werbung auch noch gleich drin haben. Haha, grüß euch, kauft meine neue Kollektion. Gut, erstes Paket. Ich nehme einfach mal das da, gut? Mhm. Ja, aber das fühlt sich so an, als könnte ein Shirt drin sein. Ich habe keine Ahnung, was ich bekomme. 1.800 Euro für vier Sachen. Upsi. Upsi. Das ist eigentlich eher noch günstig. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, die Größen passen auch. So, schauen wir da mal rein. Aha, das ist ein Shirt. Das ist ein Shirt? Was? Dann steckt ja nicht das Shirt fest, sondern irgendwas anderes. Ein L. Nein, das ist eine Hose. Ist das eine Versace-Hose? Warum? Hast du mich schon jemals mit Versace gesehen? Deswegen ja. Das schaut aus wie so eine Sumo-Ringerhose. Schau mal. Die ist so cool. Mir gefällt die. Falls dir. Schau dir das an, Digga. Falls dir. Die ist so cool. Falls dir. Ja, ja, extrem gut, danke. Danke, Mann. Die Leute, ich wollte eine schwarze nehmen und die Leute haben alle gesagt, nein, das ist fad, bla bla, nimm die bunte, haben alle gesagt. Wahrscheinlich haben die Leute gesagt, du sollst für mich Versace bestellen. Ja, das haben sie eh gesagt, nein, aber... aber du hast gedacht, aber sie haben gesagt, die schwarze ist langweilig. Dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Okay, soll ich die jetzt schon mal an? Nein, ich ziehe alles gemeinsam. Nein, zieh es jetzt schon gleich an. Okay. Ich finde die sau cool. Okay, das ist die Hose. Ja, schaut natürlich Bombe aus mit dem Shirt dazu nicht, oder?
farblich perfekt abgestimmt. So, okay. Was soll ich als nächstes auspacken? Das Ding da? Also die Hose ist schon mal, ich würde ergeben, eine 2 von 10. Würde ich genauso tragen. Ja, weil du keinen Geschmack hast. Ah, okay. So, wie kriege ich das am besten auf? Was hast du noch bestellt? Okay, wir schauen mal. Ein Leiberl, Schuhe. Du hast auch Pulli bestellt? Ja, und ein Pulli. What the fuck, ich habe keinen Plan, was da wieder drin ist. Aber das könnten die Schuhe sein. Nike-Schuhe hast du bestellt. Das sehe ich schon am Karton. Schuhe habe ich ehrlich gesagt irgendwelche bestellt, weil mir haben keine gefallen. Warum hast du denn überhaupt welche bestellt? Die Leute haben es gesagt. Danke für die, die im Stream dabei waren, helfen. Helfen. Hast du es wenigstens in meiner Größe? What the fuck erwartet mich da jetzt? Also die Hose schicke ich safe wieder zurück. Nein, die ist so cool. Ja, du spinnst das. Das ist endlich mal was Cooles, okay, was du hast. Nein! Die Sakai Blazer! What the fuck? Ich meine, wenn ich es jetzt das erste Mal so sehe, im Internet habe ich die furchtbar hässlich gefunden. Aber jetzt, wenn ich es mal so sehe, sind es auch nicht viel besser. Okay, die Sakai Blazer, interessant. Was hast du für die Zahl? Weiß ich nicht mehr. Die hätte safe auch so x günstiger gehen wahrscheinlich. Ja, das haben die Leute eh gesagt. Aha, und du hast gedacht? Egal. Das hat noch ein bisschen Bargeld. Okay, Sakai Blazer. Aber mit Blazern war es gar nicht so falsch und mit Sakai eigentlich auch nicht. Also den her hast du eigentlich gut kombiniert, aber im Endeffekt gefällt es mir noch nicht, weil ich finde der Schuh nicht so cool. Aber die Hose ist so cool. Bitte? Die Hose. Ich finde die cool. So, da haben wir das nächste Paket. Was müsste da jetzt drin sein? Ein Pulli und ein Leiberl. Ein Pulli und ein Leiberl? Ja. Es ist nur der Pullover drin. Scheiße. Amiri, was hast du denn für den Zahl? Weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich schau mal auf die Rechnung. Na, da siehst du ja schon den Namen. Namen? Ich sehe es ja eh schon durch das Seidenbier. Ungefähr, was hast du zahlt für den? 600? Nein, 1000, oder? Pack den mal auf. Schade, dass das Shirt nicht da ist. Ja, nur dumm, dass das im Zoll stehen bleibt. Aber das war das Einzige, wo ich wusste, dass dir gefällt. Okay, ja, fühlt sich wieder mega hochwertig an, ein Sweater. In der richtigen Größe. Der freut dir natürlich am besten. Ich wollte den Amiri mit den Blumen, den fand ich so cool, aber der hat 1000 Euro gekostet und die Leute haben immer gesagt, nein, nimm den billigeren, dann kannst du noch was anderes und so. Okay. Dann habe ich den genommen. Dann ziehe ich jetzt mal also den Pullover mit der Hose und den Schuhen an. Ja, passt halt alles nicht zusammen. Du sollst ein Outfit für Ja, mir hat nichts gefallen auf der Dreckseite. Das waren die einzig coolen Sachen, aber die passen halt nicht zusammen. Du hättest mir ein Outfit zusammen. Ja, das weiß ich schon, aber es war alles hässlich. Okay, also Props gehen raus an Farfetch. Ja, dann zieh ich das jetzt mal an, dein tolles Outfit. Und die Leute können dann abstimmen, wie viel von 10 dieser Fit ist. Gut, dann ziehe ich mich jetzt mal an und dann komme ich von dort rein. Gut, ready? Yes. Das ist mein neues Outfit. Cool. Bravo! Also oh mein Gott. Ich find's cool. Ja, die Hose passt halt gar nicht zur Hose. Also die Hose passt halt gar nicht zum Sweater. Und der Sweater. Aber die Schuhe und der Sweater passen zusammen. Schuhe und Sweater passen schon zusammen, ja. Also Schuhe und Sweater gehen. Wenn eine schwarze Hose wäre oder eine weiße. Ja, dann wird es dann so. So eine kurze weiße Hose zum Beispiel wäre da ganz nice. Die Schuhe, ja, die sind mir halt zu clownsmäßig. Warum? Weiß ich nicht, die haben mir noch nie gut gefallen. Aber Sweater ist nice, auch vom Fit her, da bin ich am überlegen, ob ich den behalte. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ich davon behalten soll und was ich ruhig zurückschicken kann. Ja, Outfit. Hose behalten. Hose, das ist das Erste, was ich sage. Auf die Hose bin ich am meisten stolz. Mit dem Versace Couture. Der Stoff ist aber auch cool. Ja, wow, aber die Hose schaut aus wie Prinz Markus. Ich finde am nicesten ist das Shirt, muss ich sagen. Das ist das Ja, Sinn davon war eigentlich, dass du ein cooles Outfit zusammenstellst und nicht einzeln. Ja, ist mir gelungen. Ja, gut. Leute, schreibt in die Kommentare, wie viel von 10 dieses Outfit ist. Ich bin am überlegen, was ich als erstes zurückschicke. Schreibt doch in die Kommentare, was ich davon behalten soll. Und was ist mit dem Shirt, was noch kommt? Ja, achso, du meinst das Shirt, was im Zoll steckt? Ja. Ja, das
Keine Ahnung. Liebe Leute, schreibt auf alle Fälle in die Kommentare, wie gut euch dieses Video gefallen hat. Lasst mir ein Like da. Ich verlinke jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und am Freitag um 19 Uhr seid auf alle Fälle am Start. Da ist der offizielle Release meiner neuen Kollektion. Bitte. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen, Lara? Nein. Danke für den cooles Outfit. Das war's von mir, euer Maximilian. Würde ich genauso tragen.